Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dagon, vielen Dank fürs Einschalten zu einem neuen Video von mir. Ich hatte die letzten Tage mal wieder Bock auf ein bisschen zu pokern, am liebsten natürlich live, aber da findet sich im Moment nicht die Gelegenheit, da ein paar Leute zusammenzubekommen, um ein bisschen live zu pokern. Deswegen dachte ich mir, machst du das Ganze mal virtuell. Bin bei Steam hingegangen, habe mal Poker eingegeben und habe ein Pokerspiel gefunden, welches ich jetzt so seit ein paar Tagen immer wieder mal zwischendurch sporadisch zocke. Und dann kam mir die Idee, Junge, du hast ja noch gar kein Poker-Video auf deinem Kanal. Und da habe ich mir gedacht, dann zockst du doch mal eine Runde Jackpot-Poker und nimmst dazu ein Video auf. Vielleicht kommen ein paar coole Hände zusammen. Und ich würde sagen, wir legen nach dem Intro los. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bin mal gespannt auf gute, tolle Hände oder auf übelste Bad Beats. Nach dem Intro geht es los. Viel Spaß dabei. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, machen wir mal ein kleines, einfaches Turnier. Mit einem Buy-in von 10.000. Turniere laufen hier wie folgt. Man spielt mit 3 Mann insgesamt, also noch 2 weiteren. Am Anfang wird einmal durchgespinnt, wie viel man gewinnen kann, denn 10.000 bedeutet nicht unbedingt 10.000 gewinnen. Es kann auch mehr sein, wie in diesem Fall 15.000. Und ich würde sagen, wir legen los mit dieser Hand. 5-3 schmeißen wir weg, so einen Dreck spielen wir gar nicht. 9-8 Offsuit ist jetzt nicht die stärkste Hand, ganz im Gegenteil, beschissene Hand, aber egal. Wir schauen uns mal den Flop an. Na, was machst du, Junge? Okay, 8, 9, 10, Bube, Dame oder 7 zur Straße. Strafe. Wir setzen einfach mal 400, die Hälfte vom Pot, in der Hoffnung, dass er entweder rausgeht. Dankeschön. Denn wir hatten ja etwas, was noch nicht fertig war. Dame 4 in einer Farbe, kommt zu dritt, kannst du da spielen. Wir callen mal und treffen 0. Gar nichts, niente, nada, abfuck. Lass die mal machen, lass sie sich mal gegenseitig rausbämsen. Und dann schauen wir mal, was so die nächste Hand bringt, siehst du? Ah, schön all in und wer ist raus, siehst du? Sag ich doch. Sag ich doch, lass die sich mal gegenseitig rausbämsen. So, jetzt noch zu zweit. König 10 in einer Farbe ist im Heads-Up gut. Da können wir auch callen und den Flop komplett verpassen. Warum auch nicht? Nein, tue ich mir nicht an. Das schmeißen wir weg. Das wollen wir nicht. Auch das schmeißen wir weg. 2-6 wird nicht gezockt. So, geht's weiter. Dankeschön. Bube 4 schon wieder. Verfolgt mich heute anscheinend. Wenn er jetzt erhöht, gehe ich raus. Warum passiert denn da gar nichts? Was ist denn hier los? Junge, heute noch. Heute noch. Ah. 3, 4, 5. Die 6 oder die 2 fehlt zur Straße. Nichts haben wir. 2 Paar liegen in der Mitte. Bube ist mein Kicker. Also die 5. Karte. Hat er die 5, hat er die 7 oder hat er einfach nur einen höheren Kicker oder die 10 als komm. Risiko auf, wenn ich verliere, sage ich doch. Er hat einen König als Kicker, als ob ich es geahnt hätte. Warum call ich dann? Ich habe den höheren Kicker. Alles gut. Wunderbar. So, da ist die Dame getroffen. Wir setzen direkt höchste Paar. Er geht mit. Wir haben ein 2-Pair. Somit setzen wir die Hälfte vom Pot. Und er geht raus. Alles richtig gemacht. So, mit 15 schauen wir uns den Flop an, treffen das mittlere Paar, somit setzen wir. Wir spielen ja schließlich nur zu zweit. Eine 4 zur Straße reicht, ich habe 2 Paar, er hat anscheinend gar nichts. Wir setzen nochmal die Hälfte vom Pot und er geht raus. Das ist Poker wie... Halt die Fresse. Das ist Poker wie aus dem Bilderbuch. So, mit 10-8 gucken wir uns gerne den Flop an, sofern er so billig bleibt. Danke auch, Arschloch. So, es geht weiter. König 3 in einer Farbe erhöht. Komm, den Flop gucken wir uns an. Wir treffen den König, setzen. Und er geht raus. Sehr schön. König Bube, jetzt wird es interessant. Er erhöht.
Und ich treffe nichts. Gar nichts. Nein, Junge. Mach ich nicht mit. Das ganze Knicke. So, Bube 10. Komm, wir erhöhen mal. Wir müssen mal ein bisschen Gas geben hier. Wir brauchen ein paar Chips. Und wir treffen den Buben. Wir gehen einfach nur mit. Wir wissen nicht, was er hat. Vielleicht hat er sogar die 8. Deswegen einfach nur mitgehen. Wir haben zwei Paar. Wir gehen einfach nur mit. Still und heimlich. Und kassieren den Pot für uns. Sehr schön. So muss das sein. Auch den gewinnen wir. Kampflos. König Bube erhöht. König Dame erhöht. Höchste Paar getroffen. Risiko, Leute. Ass oder 9 zur Straße. Wir gehen all in. Wir haben das höchste Paar. Wir hoffen, dass er nichts hat. Gar nichts hat er. Geht doch. Hand gewonnen. Hand für mich entschieden. So, ein 6er Paar. Ich werde es bereuen. Ich weiß es, aber ich calle. Ich habe ja dann immer noch über 10.000 Chips. Deswegen König 7 gegen 6. Kein König, keine 7. Dann ist alles gut. Wunderbar. Ich gewinne und kassiere dieses Spiel für mich. Geht doch. So, weil es so schön war, würde ich sagen, direkt das Ganze nochmal. Vorher versuchen wir nochmal zu spinnen. Jawohl, jetzt funktioniert's. Mal sehen, wie viele Chips wir jetzt kassieren. 5.000. Bau auf die Kralle. Warum auch nicht? So, würde ich sagen, weil es halt so schön war, machen wir nochmal ein Turnierchen mit 25.000 Buy-in. 50.000. So, Dame 10 auf Suit. Also in zwei verschiedenen Farben. Bedeutet Offsuit oder Suited in einer Farbe. Das nochmal so nebenbei. Ist okay, ne? Mit drei Mann kann man die Hand durchaus spielen. Was habe ich? Ich habe getroffen. Das heißt, wir setzen die Hälfte vom Pot, um eben auch rauszufinden, ob der andere oder die anderen in diesem Fall vielleicht nicht die 7 haben. Hätten sie die 7, wären sie auf jeden Fall mitgegangen. In diesem Fall hatten sie es nicht, somit sind sie raus. So einfach kann Poker sein, meine Freunde. So, Action, Ass 9, endlich mal eine einigermaßen spielbare Hand, meine erste. Und was passiert? Es kommt nicht zum Spielen. Es kommt nicht zu spielen, weil die alle wegschmeißen. So, ein Zweierpaar. Er erhöht. Treffe ich die 2, bin ich dabei. Das finde ich natürlich noch raus, wenn ich jetzt mitgehe und mir den Flop anschaue und ich treffe die fucking 2. Gut, wir spielen jetzt taktisch. Wir lassen die jetzt mal auflaufen. Hoffen, dass Frodo wieder setzt. Er setzt schon mal. Er geht all in. Ich gehe auch all in. Und werde diese Hand für mich kassieren. Ja, das... Bitte keine 3, bitte kein Karo. Und ein Vierling, Leute. Ein Vierling in einem Video. Nice. Really, really, really nice. Den habe ich mal voll ge... Ich sage halt nicht. So, wir führen eindeutig mit 52.000. Wir schmeißen weg. Eigentlich wollte ich die Hand spielen, aber egal. So, Dame, Bube. In einer Hand... in einer Farbe meine ich natürlich. Wir erhöhen das Ganze. Er geht all in. Ich wollte gerade sagen, wenn du all in gehst, gehe ich mit. Ich hoffe, er hat keinen Ass-König, König-Dame. Es gibt so viele Karten, die besser werden als meine. Er hat nur König 7. Es darf nur kein König kommen. Und was kommt? Ein fucking König. Fuck off. Mann. König 5 im Big Blind. So langsam muss ich Gas geben. Okay, wir treffen den König. Höchste Paar. Der Kicker ist scheißegal. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einen König hat, ist gering. Gehst du all in, gehe ich mit. Okay. Wunderbar. Bube 10. Wir schauen uns den Flop an, treffen den Buben. Es liegt ein Ass. Wir checken erstmal. Er setzt nicht. Somit setzen wir, weil das ist ein Zeichen dafür, dass er das Ass nicht hat. Ich habe, wie gesagt, den Buben. Somit das mittlere Paar vom Flop. Und jetzt schläft er wieder ein. Okay. Wunderbar, der Pot geht an mich. Alles richtig gemacht. Ass-Bube, wir geben Gas, nämlich All-In. Mehr kann ich hier nicht machen. In der Hoffnung, er callt, er hat eine schlechtere Hand. Ich gewinne die Hand. Ass-10, okay, ich bin vorne. Es darf nur keine 10 kommen. Nur keine 10. Aber Flush für mich, weil ich hatte das fünfte Herz. So, 4, 5, 6, ne 7 zur Straße. Oh, schön. So, ein Full House wird er wohl nicht haben. Komm, geh mit. Ja, danke auch. Die Straße räumt ab.
Die 7 immerhin, mittleres Paar mal wieder, das passiert mir so oft. Wir setzen diesmal auch mal, er wird rausgehen hoffentlich. Okay, wir checken. Und die 7 reicht, jawohl ja, sehr schön, warum ist denn der da überhaupt mitgegangen? So Leute, Ass 7 in einer Farbe, mal wieder ein Ass, ein relativ hohes Ass. Und es reicht, um zu kassieren. 5000 der Big Blind. 7, 8 schauen wir uns den Flop an. Wir treffen das höchste Paar, setzen somit den Pot. Gehst du all in, geh ich mit. Gehst du all in, geh ich mit. 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Er hat die Straße, Leute. Das gibt's doch nicht, die Drecksack. So, komm. Komm, ja, Flush. Ich bin noch dabei, Leute. Ich bin noch nicht raus. Kopfhörer ist zu kurz. Ich brauche irgendwie ein Verlängerungskabel. So, Ass-König, all-in. Hier wird jetzt einfach mal aufgedoppelt. Eine Hand nach der anderen. Ass-10 gegen Ass-König. Keine 10. Alles andere ist egal. Jawohl. Ich bin noch dabei. Ich habe mich jetzt schon rausgesehen, aber irgendwie bin ich noch dabei. Egal. Jede Hand all-in. Es macht keinen Sinn, da jetzt... Ja, er ist vorne. Eine 7 brauche ich. Eine 7. Okay, so geht's auch. Split-Pot. Beide die 10 als höchste Karte. Ja, ich muss callen. Ich muss ja immer weiter verdoppeln. So, 5, 8. Er hat einen Buben. Ich bin raus, Leute. Das war's auch. Leider verloren. Die 50.000 habe ich nicht kassiert. Dumm gelaufen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen hoch. Ein sogenannter Support-Daumen. Gerne könnt ihr mich auch abonnieren. Wollt ihr mehr Poker sehen, dann lasst es mich wissen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, haust der Rinne, sagt euer Dagont. Ciao.